Majestätisch, die Kathedrale Santa Maria del Fiore. Sie ist das Wahrzeichen von Florenz. Wer sich für Kunst und Geschichte begeistert, wird Florenz lieben. Ist sie nicht hübsch? Die Ponte Vecchio aus dem 14. Jahrhundert. Sie war die mächtigste Familie jener Zeit. Die Bankiersfamilie der Medicis. Sie machten Florenz ein großes Geschenk. Ihre Kunstsammlung. Unter einer Bedingung. Sie darf Florenz niemals verlassen. 8000 Touristen stehen heute täglich vor den Offizienschlange, um die Werke von Botticelli, Da Vinci und Co. zu sehen. Die Piazza della Signoria ist der zentrale Platz von Florenz. Mittendrin die David-Statue von Michelangelo. Die Architektur der Renaissance prägt das gesamte Stadtbild und überall und immer wieder sichtbar die Liebe zur Kunst. Souvenir gefällig? Da bietet sich traditionelles florentinisches Handwerk geradezu an. Zum Beispiel Porzellan. Aber Vorsicht, kann teuer werden. Nicht ganz so teuer Erinnerungsstücke wie handgefertigte Lederwaren zu finden in der Altstadt. Und im Mercato Centrale gibt es endlich italienische Delikatessen. Frische Pasta und Süßwaren. Eine Spezialität sind die Cantucci. Cantucci sind eine typische toskanische Spezialität. Die Kekse sind recht trocken und deshalb tunken wir sie gerne in Likör ein. Man tunkt sie ein und dann isst man sie. Ein Souvenir, das es möglicherweise nicht bis nach Hause schafft. Aber das muss es ja auch nicht. Wir halten fest, Florenz steht für Kunst, Geschichte und Dolce Vita. Eine ziemlich urlaubstaugliche Mischung. Yeah!